Einen besonderen Gast durfte heute Frau Rudolph, die Lehrerin der Klasse 7a, im Unterricht begrüßen. Patrick Remensberger besuchte die Klasse der Wieler Hauptschule, die ihm ein Stück Heimat, schöne Gedanken und Rückhalt in seinen nicht alltäglichen Auslandsaufenthalt geschickt hatte. Ich war von Juli 2014 bis Februar 2015 im Sudan, in der Krisenregion Darfur, eingesetzt. In meiner Eigenschaft als deutscher Soldat war ich Angehöriger des Kontingentes, was im Darfur die Mission UNAMID, United Nations African Union Mission in Darfur, unterstützt. Das war mein dritter Einsatz im Sudan. Es war das erste Mal, dass es eine funktionierende Feldpostversorgung gab. Ein Klassenprojekt aus der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres führte zu diesem Kontakt. Frau Rudolph blickt noch einmal zurück. Wir haben im November eine Aktion gestartet. Und zwar haben wir an deutsche Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz Briefe geschrieben. Dazu wurden wir im Vorfeld informiert von einem Vater eines Schülers, der uns über die Einsätze der Bundeswehr informiert hat und auch über die Einsatzorte. Dann wurden Gruppen gebildet, die jeweils zu den Einsatzorten einen Brief verfasst haben. Die Briefe wurden per Feldpost versandt. Wir haben unzählige Rückmeldungen bekommen, die uns sehr überrascht haben, dass das auf so viel Resonanz gestoßen ist. Und wir haben uns da sehr darüber gefreut. Das hat die Kinder auch sehr stolz gemacht, dass sie da berücksichtigt wurden und dass sie auch alle eine Rückmeldung bekommen haben. Die Weihnachtspost hat uns erst im Januar erreicht, aber ich habe mich unwahrscheinlich gefreut. Wir hatten Weihnachtspost von der Ministerin bekommen und von dieser Schulklasse. Es ist unwahrscheinlich spannend, die Kinder zu erleben, die sich die Mühe gemacht haben und die sich auch mit diesem Einsatz auseinandergesetzt haben. Auf diese Weise lernten die Kinder nicht nur Wissenswertes über den Sudan, dort herrschende Konflikte und die Kultur. Sie erfuhren auch, wie wichtig Rückhalt, Respekt und Anerkennung für unsere deutschen Soldaten sind. Wie die Polizeistation hier aussieht. Da dieses Dorf sehen, da sind die Polizisten.